Janis und Alma gab es eine langsame Abkühlung. Keinen richtigen Streit. Nur wurde der Graben zwischen ihnen immer breiter. Sie arbeitete als Verkäuferin in einem Lebensmittelladen. Begriff, dass sie wohl immer zu dem, was Ennis nach Hause brachte, dazu verdienen musste, um mit den Rechnungen mitzukommen. Sie bat Ennis, Gummis zu benutzen, weil er vor einer weiteren Schwangerschaft graute. Er lehnte das ab. Sagte, wenn sie keine Kinder mehr von ihm wolle, würde er sie gerne kriegen lassen. Ganz leise sagte sie, ich werde schon wollen, wenn du sie ernähren könntest. Und noch leiser, nur in Gedanken, sagte sie, bei dem, was du am liebsten machst, gibt es sowieso nicht allzu oft Kinder. Ihr Ärger wuchs mit jedem Jahr. Die Umarmung mit Jack Twist, die sie kurz mit angesehen hatte. Die Angelausflüge der beiden ein- oder zweimal im Jahr. Während Ennis mit ihr und den Mädchen nie in Urlaub fuhr. Seine Abneigung, mit ihr auszugehen und sich zu amüsieren. Seine Begeisterung für die schlecht bezahlte und vielstündige Arbeit auf der Ranch. Sein Hang, sich zur Wand zu drehen und einzuschlafen, sobald er im Bett lag. Sein Versäumnis, sich eine ordentliche, feste Stelle bei der Bezirksverwaltung oder bei der Elektrizitätsgesellschaft zu suchen. All dies war für sie eine lange, langsame Talfahrt. Und als Alma Junior 9 und Francine 7 war, sagte sie sich, warum bleibe ich überhaupt bei dem? Ließ sich scheiden und heiratete den Lebensmittelhändler von Riverton. Ennis nahm die Rancharbeit wieder voll auf, heuerte bald hier, bald dort an, brachte es nicht weit, war aber schon froh, wieder mit Vieh zu tun zu haben.